Thema Umwelt geht uns alle an, das Thema Klimaerwärmung geht uns alle an. Und deshalb möchten wir hier den Schwenk machen auf eine andere Technik. Die EDE-Netze war schon immer ein Vorreiter, ein Pionier in Sachen neue Techniken ins Netz zu bringen. Und auch deshalb dieses Mal jetzt hier mit Schneider Electric eine vollkommen andere Technik einzusetzen. Und was liegt näher, als klimaneutrales Unternehmen eine Technik zum Einsatz zu bringen, SF6-frei. Und das haben wir hier mit Schneider Electric geschafft. Es sind eigentlich mehrere Gründe, weil wir jahrelang sehr vertrauensvoll miteinander gearbeitet haben und Schneider Electric eine der Firmen ist, wo in der Lage ist, auf Kundenwünsche einzugehen und diese dann praktisch auch umzusetzen und damit eigentlich für uns das so die optimale Partnerschaft war, für so ein Projekt, Innovationsprojekt überhaupt noch zum Ziel. Wir betrachten die langjährige Partnerschaft, aber auch bei diesem Spezialprojekt die Partnerschaft als extrem gut, weil wirklich ein sehr offener Umgang war, auch mit Schwierigkeiten, wo es bei so einem Pilot immer gibt, dass man diese Dinge offen kommuniziert hat. Genau, gerade was Herr Beck schon angesprochen hat, diese Transparenz, die war uns sehr wichtig, weil es gibt nicht nur Ups, es gibt auch Downs in einem Pilotprojekt und uns war wichtig, dass wir offen und lösungsorientiert vor allem arbeiten können. Das fertige Produkt können Sie hier sehen. Wir sind sehr stolz auf das Innovations- und Pilotprojekt. Wir werden zunächst die Pilotanlage noch in diesem Jahr in Böffingen aufstellen und weitere Betriebserfahrungen sammeln. Und wir werden uns konsequent mit dem Thema Klimaneutralität und SF6-freie Schaltanlagen beschäftigen. Zunächst mal steht jetzt das Aufstellen dieser Pilotanlage bei uns im Netz an. Das wollen wir in diesem Jahr natürlich noch machen, um Erfahrungen sammeln zu können. Und im besten Fall werden wir weitere SF6-freie Anlagen bei Schneider Electric in Auftrag geben und bei uns im Netz aufstellen.